Der Platz am Rande der Bespielbarkeit. Und für die Trainer Frank Pagelsdorf und Winfried Schäfer hieß das, all die taktischen Vorüberlegungen über den Schneehaufen werfen. Die nächste Überraschung, der KSC spielte in den Ausweichtrikots von Rostock. Rostocks Trainer Pagelsdorf bestand darauf, dass die in diesen Ausweichtrikots spielen, da beide Teams in Blau-Weiß antreten wollten und die Karlsruher hatten ihren zweiten Anzug daheim gelassen, weil in der kleinen Chartermaschine kein Platz mehr war für einen zweiten Trikotkoffer. Also, wo Hansa draufsteht, ist nicht unbedingt Hansa drin. Blau-Weiß, die echten Rostocker von rechts nach links mit Steffen Baumgartz, mit Akpobori. Immer noch Akpobori. Dann Lange, Stefan Studer und wieder Jonathan Akpobori. Sein erster Auftritt im Ostseestadion für Hansa Rostock. Wie soll man auf so einem Platz spielen? Lange Pässe in den Fuß spielen? Nun, Hansa wählte die flache Variante. Mit Breitkreuz, wieder Akpobori, sehr stark in der Anfangsphase. Beinlich und Stefan Studer. Das Ganze nach 5 Minuten. Die nächsten 30 Minuten galten dann eher der Zerstörung des Rasens als dem Fußball, ehe Rostock wieder Tritt fasste. Mit Stefan Studer, Beinlich und Matthias Breitkreuz. Es wurde eng für den KSC und für Hansa. Denn solch eine Fackel hat Rostock schon einmal ein Spiel gekostet. Eine der wenigen gelungenen Stafetten in der ersten Halbzeit. Der Zufall spielte ansonsten zu oft mit. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit, immer wieder Rostock jetzt. Beinlich. Studer, die Besten in der ersten Halbzeit. Stefan Studer und Jonathan Akpobori. Ebenso klasse wie Torwart Reitmeier und ein Hauch von Bundesliga-Fußball. Studer fast unbeeindruckt vom Geläuf und dann Akpobori, übrigens im kurzärmeligen Trikot. Nicht jeder Afrikaner hat mit der Kälte zu kämpfen. Dann der Eckball. Matthias Breitkreuz. Und Timo Lange. 0:0 zur Pause. Viel Glück für Karlsruhe, die überhaupt keine Einstellung zu diesem Platz fanden. Schiedsrichter Krug testete heute zum ersten Mal in der Bundesliga einen elektronischen Piepser, den sofort meldet, wenn der Linienrichter die Fahne hebt. Zweite Halbzeit, der Schneefall wurde heftiger, der KSC mutiger. Nowotny. Metz erkämpft sich den Ball wieder, wieder Jens Nowotny. Und der sieht Sean Dundee mit dem Pfosten. Die allererste Chance des KSC nach 47 Minuten. Aber was für eine. Sean Dundee. Und dann ist der Zufall gegen ihn. Rostock dann wieder. Akpobori. Baumgart setzt nach und Torwart Reitmeier. Da gab es keine Diskussion. Elfmeter. Das weiß auch der Karlsruher Torhüter. Eine nette Geste von ihm. Klaus Reitmeier kommt einfach eine Idee zu spät. Das kann passieren bei solchen Bodenverhältnissen. Reitmeier und Stefan Beinlich. Beinhardt in die Mitte. 1:0 in der 56. Minute. Verdient für den Aufsteiger. Das erste Tor 1996 im Ostseestadion. Und sie kommt wieder in Mode. Die Neskens-Variante. Der KSC, wie so oft, nach einem Rückstand wie verwandelt, wesentlich entschlossener. Der Freistoß, Bräutigam und Thorsten Fink. 2 Minuten nach dem Rückstand. Nicht nur die Stollen wurden jetzt angezogen. Wieder Freistoß, Manni Bender. Und Thomas Hessler. Wieder Bräutigam. Auch Hessler mit einer 100-prozentigen Steigerung. Der KSC setzte nach, dominierte nun im Mittelfeld und kombinierte auch. Fink, Hessler, wieder Thorsten Fink, dann Metz, Knupp, wieder Knupp und drin ist er.
Wieder ein Tor für Hansa, doch diesmal für die Unechten. 1:1 durch Adrian Knupp, der 10 Minuten zuvor für Kirjakov gekommen war. Die Flanke kam von Metz und die freundliche Unterstützung vom Rostocker Weiland, der nicht mit hochspringt. 1:1 der Endstand und ein guter Schiedsrichter Krug. Viele waren zufrieden, nur einer wohl nicht, nämlich der Rasen. Das erste Spiel in 96 könnte für lange Zeit auch das letzte hier im Ostseestadion gewesen sein. Und einer kostete dann seinen ganz persönlichen Triumph aus. Thorsten Fink, er verschenkte das geliehene Hansa-Trikot an die Fans. Die Hansekogge, Rostocks Flaggschiff, endlich wieder auf Kurs. Nach 118 Tagen endlich wieder vor Anker im Ostseestadion. Und dann doch das. Väterchen Frost hatte erneut zugeschlagen. Frust bei den Fans? Nicht die Spur. 20.000 gut verpackt bis über beide Ohren in glänzender Laune. Die Abstinenzler konnte nach 4 Monaten wirklich nichts mehr schrecken. War eine sehr harte Zeit. Es war sehr hart, aber du siehst ja, hier wird einfach kein Sommer mehr bei uns. Wir hatten alle Entziehungserscheinungen hier und heute sicherlich eine große Begeisterung da. Bin sehr froh, dass wir jetzt erstmal hier spielen können. Das ist eine tragische Zeit. Ist schon schlimm, wenn man so lange kein Spiel sieht. Auch die Platzverhältnisse, müsste mal was getan werden schon. Eine Rasenheizung oder sowas wäre ganz gut. Eine klasse Idee. Der sonnenverwöhnte Neuling hätte sicherlich sofort Purzelbäume geschlagen. Lautstark begrüßt in der Winterlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns Jonathan Akpobori. Sein erster schwungvoller Auftritt im Ostseestadion. Frank Pagelsdorf hatte den flinken Stürmer zur Weihnachtszeit aus Mannheim geholt. Und welche Überraschung, Akpobori absolut schneesicher und wintertauglich. Ich habe gestern auf den Rasen geguckt, war ein bisschen grün, aber heute war ganz weiß. Aber ich sag mal, wie die anderen Spieler auch, muss ich auch spielen und das war kein Problem. Es hätte sogar ein sensationeller Einstand werden können. Akpobori mit der ersten Chance nach 2 Minuten. Der Schneehase aus Nigeria und seine neuen Kollegen spielten die Karlsruher fast schwindelig in der Anfangsphase. Heftige Schneegestöber auch noch nach der Pause. Weiter 0:0. Akpobori trauerte seine Möglichkeiten nach. Ich sag mal, wenn ich vielleicht meinen Chance die Tore reingemacht, dann haben wir so einen Sieg geholt heute. Aber dennoch ist Herr Pagelsdorf mit Ihnen zufrieden. Das gibt doch Auftrieb, ne? Ja, okay, wenn er so sagt, dann glaube ich dir. Schneetreiben vor der Linse beim 1:0. Für die Fans war es wie eine Erlösung. Stefan Beinlich und sein Elfmeterkracher. Das 9. Saisontor des angehenden Jungnationalspielers weckte Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis. Doch der harte Job auf dem tiefen Boden hatte Kraft gekostet. Hässler. Der KSC spielte volles Risiko, sodass Perry Bräutigam zu allem anderen, aber nicht zum Frieren zumute war. Leider war es so, dass nach dem 1:0 bei uns ein bisschen die Kräfte geschwunden sind und wir eigentlich immer nervöser wurden. Ich glaube, dass auch aufgrund der Torschancen von Karlsruhe in der zweiten Halbzeit das unentschieden gerecht ist. Der Temperatursturz bei den Rostockern. Das 1:1 durch Knupp in den geliehenen Hansa-Trikots. Und er konnte es nicht fassen. Ein deprimierter Akpobori, der zuvor ausgewechselt wurde. Pagelsdorf ernüchtert, auch wenn andere insgeheim mehr erhofften. Für Hansa und den Trainer geht es in diesem Jahr nur gegen den Abstieg. Die ganze Mannschaft ist enttäuscht. Wir wollten heute unserem Publikum bei unserem ersten Heimspiel, also richtigen Heimspiel, die 3 Punkte eigentlich holen. Es ist uns nicht gelungen und im Endeffekt müssen wir auch auf diesem Bodenverhältnis mit dem 1:1 leben. Die erste Enttäuschung wich schnell. Auch beim Neuling, der bei den Fans und Journalisten sehr gefragt war, Jonathan Akpobori. Sein Sohn Tevin musste da schon große Geduld aufbringen, bis der Papa endlich alle Fragen beantwortet hatte. Hat er sich denn nun gut eingelebt? Ja, von der Mannschaft super und von den Fans auch. Und von den Mitarbeitern und auch ungefähr von der ganzen Rostock. Das ist super, das finde ich unglaublich. Eine durchaus gelungene Premiere. Für Tevins Geschmack allerdings hätten die Interviews nun wirklich etwas kürzer sein können.